So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit einem Spiel, das ganz am Anfang der PlayStation 4 rauskam, Killzone Shadowfall, und das werde ich auch demnächst mal streamen. Und ja, in dem Video geht es aber eigentlich um was ganz anderes, denn ich möchte darüber reden, dass sich ein bisschen mein Kanal ändern wird. Ja, ich möchte nicht nur natürlich bessere Videos machen und auch andere Formate, sondern ich habe auch überlegt, einfach den Upload-Plan ein bisschen zu ändern. Nicht nur, weil es aktuell eben einfach schwierig ist, jeden Tag ein Video hochzuladen, wegen der aktuellen Situation, und generell ist es einfach sehr aufwendig, und ich habe es wirklich 2 Jahre 90% geschafft, dass ich jeden Tag ein Video hochlade, aber das machen nicht mal die größten YouTuber. Deswegen will ich da ein bisschen mir mehr Zeit für die Videos nehmen, dafür bessere Videos machen, und ich habe mir dann überlegt, dass es so sein wird. Ich werde Montag, Mittwoch und Freitag Videos hochladen und am Dienstag und am Donnerstag werde ich live streamen auf Twitch. Ich werde euch dann unten in der Videobeschreibung auch meinen Twitch-Kanal verlinken. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir dort folgt. Und da bin ich jetzt auch schon Affiliate, das heißt, da habe ich dann auch schon viel mehr Möglichkeiten, dann mit euch zu interagieren. Des Weiteren, wie gesagt, Montag, Mittwoch und Freitag werden Videos kommen. Sollte es mal zu einer besonderen News kommen, also sollte es sein, dass eine besondere News ist oder dass irgendwas Besonderes, ein Update für ein Spiel ist oder so, dann werde ich natürlich an dem Tag hochladen, wo die News ist. Das bedeutet, besondere Videos wie News und besondere Update-Videos kommen natürlich dann trotzdem an dem Tag, an dem das Update kommt. Das heißt, wenn an einem Dienstag dann zum Beispiel ein Update kommt für ein Spiel, was ich wichtig finde, dass ich da ein Video drüber machen sollte und euch zu informieren, dann wird es natürlich auch Dienstag und Donnerstags Videos geben. Aber ich werde normalerweise nur Montag, Mittwoch und Freitag Videos hochladen ab jetzt. Und dann, wie gesagt, am Dienstag und am Donnerstag werde ich live streamen auf Twitch. Am Wochenende, da streame ich eben, wenn ich Zeit habe. Da gibt es keine besonderen Zeiten oder so. Da streame ich, wann ich Zeit habe. Und da werde ich dann auch auf Twitch live streamen. Und wie gesagt, da würde ich mich sehr drüber freuen, ja, dass ihr mir da folgt. Und ansonsten, ja, werde ich natürlich versuchen, auch neue Formate zu machen auf meinem Kanal. Da gibt es ja schon einige Formate, aber ich werde versuchen, natürlich auch neu zu machen. Aber das Ganze kostet natürlich viel Zeit, das zu erstellen, das zu machen. Ich möchte, wie gesagt, mir mehr Zeit für meine Videos nehmen, dafür halt sie besser machen auch, mir mehr Zeit dafür nehmen und dann eben auch euch dann sozusagen besseren Content liefern. Ja, ansonsten bin ich natürlich sehr happy über den Erfolg und den Support, den ihr mir bietet auf meinem Kanal. Ja, es gibt so viele Leute, die jetzt mittlerweile dabei sind. Wir sind auf dem Weg zu 1500 Abonnenten. Und das freut mich natürlich sehr. Meine letzten Videos performen richtig gut und das freut mich wirklich sehr. Und die Kommentare sind wirklich super. Es gibt natürlich immer wieder mal hier und da jemanden, der eventuell dann etwas ja, schreibt, das nicht so schön ist zu sehen oder zu lesen. Aber das gibt's immer, ja. Das hat jeder YouTuber, jeder große YouTuber hat sowas. Und sowas wird dann halt einfach ignoriert oder ausgeblendet. Aber ansonsten habe ich wirklich sehr nette Kommentare und freue mich über jeden Einzelnen, der mich supportet und der meine Videos schaut. Das ist natürlich für mich persönlich sehr schön. Aber ja, ich will, wie gesagt, mit dem neuen Format, mit dem neuen Monster MJ 2.0, sage ich halt dazu, weil es jetzt eben Kanal-Update ist. Da will ich einfach bessere Videos machen, mich mehr mit den Videos selber beschäftigen, mehr Zeit dafür nehmen und dann dadurch halt auch bessere Videos machen. Und wie gesagt, auf Twitch werde ich immer wieder mal live streamen, wann ich halt Bock habe. Es kann natürlich auch sein, dass ich dann an einem Montag, wo ein Video hochgeladen wurde, trotzdem live streame. Ja, das ist natürlich möglich, aber das ist keine Garantie. Und Dienstag und Donnerstag ist auch keine Garantie, weil ich natürlich immer schauen muss, ob ich da zu dem Zeitpunkt, wo ich das streamen will, auch Zeit habe und so weiter. Es gibt ja noch ein Real Life, das ich auch noch habe. Das kommt da natürlich dann mit rein und da hoffe ich, dass ihr da Verständnis habt. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, Montag, Mittwoch und Freitag Videos hochzuladen, Dienstag und Donnerstag streamen und ansonsten halt, wenn News sind, dann zwischendurch mal ein Video hochladen oder eben am Wochenende streamen oder an Tagen, wo ich Videos hochlade, eben auch streamen. Wenn ich da Bock drauf habe, wenn ich Zeit dafür habe, werde ich das natürlich auch machen. Aber am wichtigsten ist, dass ihr Bescheid wisst, wie es eben aussieht
und wie dann in Zukunft auf meinem Kanal das alles ablaufen wird. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich danke euch für euren Support. Ich bin richtig happy drüber, wie mein Kanal läuft und freue mich auch, dass auf Twitch alles richtig gut läuft. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir auf Twitch folgt und wenn ihr eventuell ein Abo dalasst, wenn ihr das möchtet. Das ist kein Zwang, auf jeden Fall. Wenn ihr sagt, das ist was für euch, dann könnt ihr das gerne machen, würde ich mich natürlich drüber freuen. Ansonsten würde ich mich auch drüber freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir ein Däumchen nach oben dalasst. Das würde mir immer helfen. Und dann würde ich sagen, komme ich damit auch zum Ende vom Video. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video wieder oder auf Twitch dann im Livestream. Und dann würde ich sagen, bis bald, euer Monster.